Hallo und herzlich willkommen bei 200.000 Games und zurück in Stellaris oder einer äußerst beunruhigenden Entwicklung an meiner Grenze, weil die Sternjäger mich hauen wollen. Böse Sternjäger! Wir haben euch viel finanziert, wir wollen euch nicht hauen. Ja. Nur euer Verbündeter ist mit riesigen Flotten in unser Reich gesprungen. Wir müssen schützen, was uns gehört. Aber das ist doch nicht unsere Schuld! Da habt ihr vollkommen recht. Es war rein zur Erforschung von gewissen Druiden, die dort rumfliegen. Ihr wolltet die harmlosen Druidenvölker des Nordens vernichten, die sich in unserem Raum unter Schutz befinden. Wir fordern für unsere Schmach eine Wiedergutmachung eures Volkes. Und zwar? Nun, bietet uns etwas an. Ihr kennt unsere Bedingungen. Eure Bedingungen. Andernfalls werden wir einen Krieg über Grenzstein, über viele Steine bis nach Smaragd tragen. Euren Verbündeten bluten und im Norden werden fast 150.000 Kriegsschiffe der Sternjäger halten an den Festungen. Wir bieten euch auch Durchflug durch unser Reich, wenn ihr das nächste Mal kommen wollt, aber ihr müsst dies anmelden. Wir wollen keine fremden Flotten, die auf einmal in unserem Hinterland auftauchen. Ihr glaubt gar nicht, wie sich Kabodar auf Septukar in die Hose geschissen hat, als ihr da vorbeigeflogen seid. Durch den Hyperraum. Dann, nun, was schlagt ihr vor als Wiedergutmachung? Zuerst schützt ihr nicht mehr das Volk in Khorgad. Sie haben uns beleidigt und uns die Grenzen geschlossen. Nun, die Grenzen werden sie wahrscheinlich öffnen, sollten wir uns die, euch die unseren öffnen. Wir haben uns trotzdem beleidigt und die Jäger des Nordens, die derzeit unseren Anführer unserer Föderation stellen, wollen dies haben. Außerdem habt ihr doch keine Verbindung dahin, zu diesen beiden kleinen Völkern in Obnol und in Khorgad. Zu denen in Obnol nicht, aber in Khorgad schon. Das würde uns wichtige Fronten öffnen. Wir fordern diese beiden Gebiete. Ihr seht, was für Flotten dort anmarschieren. Eine zweite ist auf dem Weg, eine dritte und vierte ebenso. Und was waren die weiteren? Ja, es klang mehr so, als wolltet ihr noch mehr. Nein, wir wollen diese beiden Systeme haben. Außerdem wollen wir natürlich nicht, dass ihr weiter in unserem Raum mit Flotten fliegt, ohne uns dies anzumelden. Aber ich denke, das ist verständlich. Das möchte kein Volk dieser Galaxis. Übrigens, Faren, Nutzen einer spirituellen Daseinszwecks, wenn man in der Wüste gestrandet ist? Ernsthaft? Hä? Wir hatten Wissenschaftler bei euch, die haben sich da was abgeguckt. Ja, ja. Seine These war echt furchtbar. Was für eine These? Denkt über eure Namen. Wir haben diskutieren. Diskutiert ihr jetzt mal weiter. Worüber diskutieren? Ihr wart doch gerade am Diskutieren, oder? Nun, wir diskutieren. Nun, ihr habt gesehen, liebe Zuschauer, ganz kurz raus aus dem Weg, wir haben wieder diesen Desync mit dem Random Count. Wir lassen es jetzt einfach weiterlaufen. Wenn dann später wieder laden. Wenn sich gravierende Änderungen geben, müssen wir einmal speichern und machen, aber so. Wir kriegen ihn jetzt dauerhaft beim Monatswechsel und das ist einfach nicht. Da kann man halt nichts machen. Da kann man nichts mehr machen. So einfach ist es. Ja. Oder sehen das die anderen anders? Nö, ich würde das jetzt mittragen halt so. Einfach. Ist jetzt halt so. Wenn sich gravierend was verändert. Wie zum Beispiel eine Kriegserklärung, dann sollte man da schon mal was dran machen, aber so. Ja, eine Kriegserklärung könnte jederzeit kommen. Also unsere Flotten sammeln sich. Wir würden nur gern wissen, was würde mit diesen beiden Völkern geschehen. Diese Völker werden in das Reich aufgenommen. Die Jäger des Nordens haben gute Arbeitsverträge für ihre Mitarbeiter. Research complete. Nun gut, um des Friedens willens. Moment. Kommunikation wird ausgeschaltet. Kommunikation zu den Hidari. Komisches Nordvolk, feige. Will nicht kämpfen, wir haben zu wenig gefordert. Mist. Eindeutig. Kommunikation aus, wieder zu dir nach oben. Fabelhafte Verhandlungsbasis.
Unsere Diplomatie-Score hat gut gearbeitet. Funkspruch auf die Heimatwelt zurück zu den Nidari. Botschafter, der für diese Verhandlung zuständig war, wird in Sklaverei mit seiner Familie geschickt. Sinnvolle Variante. Ich bitte jetzt alle Zuschauer, die das sehen, bitte mal in die Kommentare zu schreiben, ob ihr mir zustimmt, dass euch diese Entwicklung irgendwie bekannt vorkommt. Ja, manche ich erkenne das Muster. Kennen. Ja, nicht nur du. Oh Mann. Übrigens für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben eine Abstimmung im Senat und die Roboter-Rebellion bei meinen Verbündeten ist beendet worden und die Roboter haben nicht gewonnen. Nein! Aber die zweite Rebellion ist noch da und sie hat sogar zwei Planeten. Darf ich eine Frage stellen? Woran sehe ich, was das breite Schild verursacht? Du gehst rein und wenn du dann im Senat bist, ne? Ja, bin ich. Ist es ja gerade in der Abstimmung. Dann hast du ja da oben den Widerruf. Und wenn du jetzt in Beschlüsse gehst, da findest du das breite Schild unter Verteidigung und Krieg und zwar unter gegenseitige Verteidigung. Da kannst du nachgucken, was das bewirkt. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke, Flottenkapazität und Unterhalt von Schiffen. Also die diplomatische Bedeutung von Flotten steigt, die Flottenkapazität steigt und der Unterhalt steigt. Das ist wichtig. Also nicht widerrufen, mit anderen Worten. Das finden wir wichtig. Dann bist du dagegen, dass es widerrufen wird. Weil dann würde es beseitigt. Verstehst du? Ja. Im Moment ist es aktiv. Und es geht darum, ob es widerrufen werden soll. Deswegen bist du dagegen, wenn du dafür bist, dass es bleibt. Das haben wir verstanden. Und warum seid ihr dafür, es abzuschaffen, verehrte Finn? Warum wollt ihr es abschaffen, Finn? Weil dieses Gesetz... Oh, sind wir auf der Abschaffen-Seite? Ja. Entschuldigung. Ja, da ist das Gesetz Krieg unterstützt. Dieses Gesetz unterstützt keine Kriege, es unterstützt die Sicherheit dieser Galaxie. Es unterstützt den Aufbau vernünftiger. Das breite Schild ist seinem Text nach, dem Gesetzestext nach, eine Verabschiedung von Gesetzen, die es uns ermöglicht, eine vernünftige Verteidigungsflotte aufzubauen. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht seht. Seht ihr, es ist nur ein positiver Effekt. Richtig. Natürlich. Und er wirkt ja auf alle. Keiner wird dadurch benachteiligt. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel eher gegen Sanktionen sind. Sanktionen sind Benachteiligung Einzelner. Nun, wir fanden die Sanktionen, die uns verhängt wurden, was gerechtfertigt. Die Mitarbeiter in unserem Reich, die für die Spezieskatalogisierung verantwortlich waren, wurden selber katalogisiert. Interessant. Wir waren nur verwundert über diese ganzen Streitigkeiten. Diese ganzen Streitigkeiten. Ich fand das jetzt gerade schön. So. Also manchmal verstehe ich das ja nicht mit dem, ob etwas mit dem Reich verbunden ist oder nicht verbunden ist. Das ist manchmal nicht ganz logisch, habe ich das Gefühl. Inwiefern? Ich habe zum Beispiel, wenn du mal bei mir im Reich guckst, da gibt es ja diesen kleinen Teil vom Star Realm of Vortag, der bei mir an der Seite ist, ne? Und direkt darunter ist Orthama. Ja. Und die Station von Orthama wird mir angezeigt als nicht mit dem Handelsnetzwerk verbunden. Und ich verstehe nicht, warum. Weil ganz einfach, weil du das jetzt erst in dein Reich integriert hast und es bisher mit einer anderen Station verbunden war. Du musst es selber mit einem verbinden, das ist nicht von dir verbunden worden. Ich muss es nochmal, okay, dann muss ich es anklicken und dann ihm sagen, mit was es verbunden werden soll. Du musst explizit nochmal sagen, hey, verbinde dich mit meinem Netz. Ja, das ist halt ein bisschen dämlich. Wie kann ich das? Du klickst deine Station an, diese Handelsstation. Jawohl. Das kann die Kari auch gleichzeitig mal mitmachen. Genau, zeige ich gerade ganz fix. Klicke die Station an, okay. Dann steht unter den Modulen Handelsrouten. Und jetzt siehst du auf der Karte, Handelsrouten-Kartenmodus. Und dann siehst du die Handelsrouten, die du hast, und jetzt klickst du deine Heimatbasis oder eine andere an mit Rechtsklick und dann hast du die Verbindung dahin geschaffen. Also Orthama anklicken und jetzt Dissida. Genau. Ah. Und jetzt müsste es weggehen nächsten Monat spätestens. Genau. Interessant, interessant. Definitiv. Ja.
Ach, und übrigens, Sternentore beeinflussen die Sammelreichweite definitiv. Ich habe nämlich bei mir die Reichweite von diesem Sammeln durch das Sternentor, sehe ich, ist 1. Genau. Das heißt, also, wenn man Sternentore entsprechend platziert, würde tatsächlich sogar eine einzige Handelsstation reichen. Ja, tatsächlich könnte man es vermutlich so einrichten, dass wenn man Sternentore in allen Systemen positioniert, die Handelswert generieren, dass man das dann über eine einzige Station alles absammeln könnte. Das ist natürlich interessant. Ja, das ist sehr genial. Das ist aber neu, auf jeden Fall ist das nicht so voll gewesen. Wir hatten wieder denselben Fehler, liebe Zuschauer, habt ihr ja sicher gesehen. Das ist halt schon etwas strange. Dieser Random Count, der jetzt andauernd jeden Monat antritt. Tja. Darf ich ganz kurz was fragen? Hm? Natürlich. Und zwar, Course Compass, wie kann ich da bitte was tun, weil bei mir ist es noch unerforscht. Da musst du erst dahin fliegen. Da musst du erst ein Forschungsschiff dahin schicken, ja. Möchte ich gerne den Admiralitätsrat der Faren fragen, ob er mir die Grenzen öffnet. Würdet ihr es dann auch uns gegenüber tun? Unsere Grenzen sollten euch eigentlich offen sein. Nein, sind sie nicht. Dann würden wir dies für diese Zeit tun. Seid vorsichtig, sie sind gefährlich. Und übrigens, wir haben gerade mal wieder einen Reliquienbehälter gekauft nach langen Jahren. Er ist leer. Ach ja, das wollte ich ja auch mal wieder machen. Wo finde ich die nochmal gerade? Course Compass, oben links bei den Faren. Okay. Öffnet uns die Grenzen. Da. Okay, wir können noch 2 kaufen. Ich brauche erstmal wieder mehr reisende Münzen. Ach so, ich kann in Course Compass gar nichts machen, weil ich da wahrscheinlich noch nie war. Sind euch offen. Auch du musst dann einmal dahin fliegen vorher. Ja, dann mache ich das jetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür habe ich ja Forschungsschiffe. Was ich mir übrigens gerade so denke, ganz oben rechts haben wir noch so diese eine vollkommen neutralreiche, die Sacred Malbegol Sovereignty hier in grün. Die da. Dass die nicht isolationistisch sind. Oh ja. Was sind die eigentlich? Evangelistische Zeloten, autoritär und fanatisch spiritualistisch. Okay. Aber jetzt sagt ihr mir alle mal, wenn ihr mal auf eure Richtlinien geht, F6, welchen diplomatischen Haltung ihr denn wählen könnt. Ich kann nämlich als mein böses Reich nur streitsüchtig, isolationistisch oder expansionistisch oder vorherrschend wählen. Richtlinien, diplomatische Haltung. Ich eigentlich kann dieselben, nur kooperativ noch hinzu. Also ich kann streitsüchtig, kooperativ, isolationistisch, expansionistisch, aber nicht vorherrschend. Ich kann alles. Ich persönlich kann streitsüchtig, kooperativ, isolationistisch, expansionistisch und vorherrschend nehmen. Also ich kann alle 5. Ich auch. Es gibt halt nur auf eine 6 dafür Handelsreiche. Das weiß ich. Ich habe meine nämlich jetzt gerade mal geändert. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht tatsächlich vorherrschend nehmen soll statt kooperativ. Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke plus 100%, erhalt Kriegsmüdigkeit, bla, ja, Flottenkapazität. Du machst aber nicht viel aus Flotte. Was bringt denn dir da mehr? Ja, stimmt. Eher diplomatisch, würde ich sagen. Kooperativ. Ja, nee, das lasse ich. Aber die anderen sind auch recht lustig. Expansionistisch bringt halt ganz am Anfang richtig viel. Isolationistisch ist halt dieses, lass mich doch alle in Ruhe. Streitsüchtig halt, wenn man ein sehr kriegerisches Volk spielt, ist halt klar, ne? Ja, ich bin jetzt von streitsüchtig auf vorherrschend gegangen. Weil mein Volk will jetzt nicht mehr dauernd streitsüchtig sein. Wir müssen unsere vorherrschende Position bewahrheiten. Ja, natürlich. So, mache ich irgendwas minus unseren Ressourcen? Nein, aber ich mache bei einem 0. Das heißt, da bauen wir mal ein Gebäude für. Wo ist es denn da? Oh, ich habe einen Gouverneur zu wenig. Wir schlagen einmal vor, wir wollen einmal auch das machen, was die anderen Völker machen. Werte Hidari. Wir wollen einmal unseren Anführer dadurch bestimmen, dass der Klügste dies erzählt. Wir wollen einmal sehen, wie dies passiert. Oh Gott, okay. Schaut zu den Faren. Hey, die lachen uns schon wieder aus. Nein, dürfen wir die Thesen lesen? Hast du immer noch
deine Spione in ihren Reichen? Nein. Die sind umgekippt, als sie die ganzen Sachen gehört hatten. Oh Mann. Die haben das gehört, haben sie so gedacht, Scheiße, was sagen die? Oder wie? Sorry. Ich klang nur gerade so. Oh, was war das denn jetzt? Irgendjemand hat Krieg erklärt. Ja, du. Ach so, das war ich. Ups. Ups, liebe Zuschauer. Wir haben immer noch zu viele Konsum. Da wurde ein Fehler. Braucht ihr etwas? Wir versuchen gerade unsere Mineralien auf einen Normalstand zu kriegen und ich habe schon eine Idee, wie wir das schaffen können. Ihr solltet vielleicht mehr Mineralien abbauen in eurem Reich. Das Problem ist, wir haben sämtliche Mineralien angebaut. Vielleicht könnt ihr ein paar Fabriken umschichten, also ein paar, das geht auch immer, ne? Das mache ich im späteren Spielverlauf häufig, dass ich halt umschichte in meinem Reich. Dass ich halt dann sage, okay, ich brauche weniger Nahrungsdinge, dann baue ich dann davon ein paar weniger. Ja, diesbezüglich sind wir gerade dabei. Das hatten wir jetzt im Sinn. Wir müssen nur gucken, auf welchem Planeten wir damit beginnen können. Ah, wir haben hier noch was Schönes gefunden. Was denn? Machen aus unserer Agrarwelt einfach eine Bergbauwelt. Wie es sich dafür gehört, kommt natürlich eine Mineralienverarbeitungsanlage da hinauf. Sehr gut. Uns ist es derweil aufgefallen, dass wir an einer Grenze noch kein Sternentor gebaut hatten. Das wird mal schnell nachgeholt. Ach, Sternentore, sowas benötigt ihr doch gar nicht. Doch zum Abbau der letzten, ja, Handelswerte. Ich habe keinen Bock, noch eine Sternentore. Mit den Handelswerten. Das ist natürlich ich habe keinen Bock, da jetzt noch eine Station hinzubauen. Das ist teurer als ein Sternentor auf Dauer. Sicher? Definitiv. Aber es ist halt witzig, der Handelswert geht dann einfach so mitten durch die Sternentore und somit kann man es da auch Piraten umgehen, ne? Yep. Und wie man sieht, direkt, obwohl ich hatte 3 Ansprüche drauf gesetzt, weil ich es eigentlich selber haben wollte, aber mein kleiner Minimi hier hat Minimum 4 Ansprüche drauf gehabt. Das ist auch echt interessant. Okay. Tja. Aber so oder so hast du jetzt deine gewünschte Verbindung zu deinem Verbündeten. Ja. Wir sind auch sehr dankbar darüber, dass uns dies genehmigt wurde. Mhm. Wir so, Mögt ihr dies nicht? Dass wir jetzt eine Verbindung zu unseren eigenen Verbündeten haben? Wollt ihr uns von unseren Verbündeten ausschließen, nachdem ihr uns schon mit Sanktionen bedroht habt? Haben wir nicht. Kann es sein, dass die Sternenjäger ein wenig dünnhäutig sind? Manchmal, aber nicht immer, nur gelegentlich. Was wart ihr nochmal für eine Spezies? Ja, ihr seht auch so aus, so weich. Ich glaube, euer Abgesandter hat mich gerade angefaucht. Unsere Abgesandten sind eigentlich sehr freundlich und gute Diplomaten. Glauben wir nicht, dass sie euch angefaucht haben. Nun gut, wir haben gerade mal wieder eine kleine Besiedlungswelle gestartet. In 102 Tagen fliegt dann der dritte Asteroid los. 2 Welten müssen noch terraformiert werden. Und dann sind alle besiedelt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Schutzengel wurde neu vorgeschlagen. Puh. Was ist denn Schutzengel? Wer hat diplomatische Bedeutung von Flottenstärke -20%, Moral Verteidigungsarmeen +15, Unterhalt Armeen +5. Oh, aus Versehen ein Ratsveto eingerufen. Ups. Gut, sowas passiert aber. Was soll man machen? Unser diplomatischer Sprecher hat dies genommen, deswegen wir wollten einfach für die lieben Zuschauer zeigen, dass auch mal ein Ratsveto benutzt wird. Wir wussten nicht, weswegen, aber... Natürlich. Und wir haben wieder den Random Count. Ja, durch dein Veto bin ich jetzt nicht mehr synchron. Ja, ja.
So kannst ist das du halt. Nur? Ich kann nichts dafür. Ja, genau. So, aber dann schauen wir mal. Das kann ich noch upgraden und das kann ich noch upgraden. Sehr schön. So, ganz langsam, aber sicher komme ich zu den nur noch wiederholbaren Forschungen. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Bei Franz wird es schon ewig sein. Ich sag dazu nichts. Doch, also bei mir taucht das auch immer öfter auf. Also bei Physik habe ich nur noch wiederholbare. Bei Sozial sind es nur noch sehr wenige, die, wo es nicht so ist. Bei Ingenieur genauso. Ja, aber das ist normal, dass die Sozialforschungen die letzten sind eigentlich, weil davon gibt es die meisten. Ich habe halt wirklich schon seit Ewigkeiten nur noch die wiederholbaren. Und ich dümpel immer wieder so dieses, nein, ich drücke jetzt nicht auf L-Tore-Forschung. Dafür sind wir auch sehr dankbar. So, da hat das nächste Volk ist integriert worden. Ja. Oh. Nun das letzte und dann haben wir unsere Kriege beendet. Das Widerrufen wurde übrigens abgelehnt und ich mache dann auch mal ein Veto, weil das will eh keiner haben. Ja, wer braucht das? Okay, das ist die Coalition Base, Sternenbasis. Werte große Freunde der Pharen, warum beschützt ihr das Volk noch, das wir gesagt haben, dass wir einnehmen wollen? Nein, dies habt ihr nicht genannt. Nun, dann nehmen wir es euch jetzt. Ihr habt das in Obnol und das in Kongat. Wir würden euch auch in Konsumgütern oder Legierung oder in irgendwas, was ihr benötigt, bezahlen. Wir haben in allem volle Lager. Nun, dann lasst uns einmal unsere Flotte testen. Momentan nicht. Wir unterstützen solche Kämpfe. Wir werden sie angreifen. Wir unterstützen solche Kämpfe nicht. Ganz einfach. Nun, dann schützt sie nicht. Wir werden sie angreifen in Kürze. Wieso? Weil unsere Verbündeten und unser Anführer dieses Gebiet für sich haben möchte. Er ist schließlich aus dem Land der Jäger des Nordens. Und das ist Grund genug für euch? Wirklich? Nun, dieses eine Volk. Wir werden nicht weitere Forderungen in eure Richtung stellen. Wer sagt, dass wir euch das glauben können? Fragt den Fran Order und die anderen. Wir haben immer unser Wort gehalten. Wir haben sogar den Rat von Firn während des großen Krieges nicht schwer geschädigt. Da haben wir andere Geschichten gehört aus dem Rat von Finn. Nein, der Rat von Finn wird dies auch bestätigen können. Wir sind weitergeflogen, wir haben nur in einer Welt lang zu lange gewartet. Das war nicht unsere bewusste Entscheidung. Der derzeitige Admiral ist schon lange tot. Und out of RP, da war ich zu blöd und hab nicht drauf geguckt, weil wir dazwischen eine Aufnahmepause hatten an einem anderen Tag. Und da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich bin aber versucht, immer einen weiter zu fliegen. Ja, man muss das wirklich sagen. Also, du hast eigentlich immer einen geplündert, dann zum nächsten. Genau. Deswegen hatten die auch immer sehr gleichmäßige Zahlen an Verwüstung. Deswegen war ich aber auch sehr verwirrt, als du in meiner Heimatwelt dann so lange geblieben bist, bis die fast völlig verwüstet war. Nee, das war keine Absicht in dem Punkt. Das haben auch die Zuschauer gesagt, das ist so eine Sache. Das ist halt hart. Wenn du runtergeschossen wirst, ne, man fällt wirklich ein, zwei Jahre komplett dann zurück. Das ist halt schwer, aber was soll man machen in so einer Situation? Seine Verbündete hat halt dreimal unseren Anfänger Shylock angegriffen, da musste ich reagieren. Definitiv. Und ja, mein Gott, ne? Dann hat halt ein bisschen gekracht. Aber jetzt zurück. Werte Freunde der Pharen, wir wollen keinen Krieg mit euch. Was verlangt ihr dafür, dass wir sie jetzt erobern dürfen? Unser großer Anführer möchte dies. Wir wollen keinen langen Krieg mit vielen Toten mit euch. Würden uns aber nicht scheuen, ihn durchzuziehen. Versteht, wenn ein Anführer es will, muss man dies befolgen. Aber das kennt ihr ja sicher selber, oder? Natürlich. Lasst uns bitte kurz darüber beraten. Ihr könnt euch mit euren Verbündeten beraten, während wir in der Nähe dieser Primitiven mit einer unserer Nordflotten stehen. Der Admiral der Schlechter und der Knochenjäger wartet nur auf ihren Einsatz, um den Planeten zu säubern.
Auf eure Weise natürlich. Friedliche Eingliederung mit Arbeitsverträgen. Ja, genau. Glaubt ihr uns nicht? Doch, tun wir. Ich glaube, da draußen glaubt mir aber keiner. Nicht so wirklich. Nicht so ganz. Ach ja. Oder ihr. Peter, du musst zugeben, du hast dir diesen Punkt aber auch ein bisschen verspielt. Dieses, wenn man reinguckt, und das kann die Kari euch nochmal zeigen, mein Volk, ich spiele es auch so, es sind fanatisch-xenophobe, böse Militaristen, ja, eben. Die Überlebende sind, die schon einmal komplett ausgelöscht worden sind von der Galaxie, weil sie zu bösartig waren, die barbarische Plünderer sind, bei denen nur die Admiralität was zu sagen hat und die einen großen diplomatischen Chor haben, um ihre Vergehen immer doch ein bisschen wieder runterzureden. Naja, so schlimm war das ja nicht, ne? Also. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Genau, alles gut, ne? Das tut uns auch wirklich leid. Natürlich. Ja, das tut euch selbstverständlich ganz furchtbar doll leid. Oh ja. Und mit diesem großartigen Zeugnis des Bedauerns machen wir für heute aber auch mal Schluss. Auf jeden Fall. Tschüss darauf. Macht's gut. Ciao. Tschüss.